Also gehirngerecht. Definition heißt der Arbeitsweise des Gehirns entsprechend. Und wenn ich der Arbeitsweise des Gehirns entspreche, dann ist es leicht zu verstehen, was immer es ist. Leuchtet ein. Yeah. Und ich möchte einen Punkt hier jetzt in diesem Videoclip erwähnen, der mir sehr wichtig ist, weshalb ich regelmäßig streite mit Kameraleuten und solchen Leuten, weil die wollen dann irgendwelche technischen Gags machen und viele Hin- und Herschnitte und so weiter. Und da streite ich mich immer mit denen. Diese vielen Schnitte sind notwendig, wenn der Inhalt flach ist. Weil es dann das Einzige ist, Bewegung, was den Kunden dabei hält, weiter zuzugucken. Wenn aber der Inhalt anspricht und Tiefe hat, braucht man das nicht. Und wesentlich ist das Wesen. Und das Wesen, es gibt eine Definition zum Wort wesentlich von Davy. So, der Mann heißt Davy. Und der hat gesagt, eine Information ist dann wesentlich, wenn sie mir etwas über das Wesen dessen, worüber wir reden, verrät. Wenn Sie also im Fernsehen, das ist ein Beispiel von Neil Postman, wenn Sie im Fernsehen bei den Nachrichten eine brennende Lagerhalle sehen, dann ist das nichts Wesentliches. Es lässt sich gut fotografieren und die Leute schauen hin, da bewegt sich was und ich brauche nicht mal Scheinwerfer mitzubringen, weil es sich selber beleuchtet. Also sehen wir sehr gerne irgendwelche brennenden Gebäude in den Fernsehnachrichten. Ist aber nichts Wesentliches. Wäre nur Wesentliches, wenn es Ihre eigene wäre, dann erfahren Sie es aber auch ohne Fernsehen. Also viele dieser Meldungen sind nicht wirklich wesentlich. Wenn ich aber jetzt erfahren würde, zum Beispiel, Autounfall ist auch so schön. Man zeigt wahnsinnig gerne Autounfälle. Fast in jeder Nachrichtensendung haben sie einen großen Autounfall drin. So. Der Autounfall ist nicht wesentlich. Wie viele Leute da verletzt worden sind, ist auch nicht wesentlich. Wie viele Stunden die Autobahn gesperrt war, ist auch nicht wesentlich, denn es ist ja jetzt vorbei. So. Wesentlich wäre aber zu erfahren, warum es zum Beispiel bei Nebel regelmäßig dazu kommt. Okay? Das hat mit unserer Wahrnehmung etwas zu tun. Wir schätzen Geschwindigkeiten ein aufgrund dessen, was peripher vorüberläuft. Wir schätzen Geschwindigkeit nicht so ein, sondern so, was hier passiert, was hier reinkommt. Mhm. Wenn ich also jetzt im Nebel bin, dann fliegen keine Bäume an mir vorbei. Darum haben wir ja auch diese Stumpen da an der Straße eingebaut, weil keine Bäume da sind, dass etwas vorbeifliegen kann. Einverstanden? Ja. So, und im Nebel sehe ich die nicht vorbeifliegen. Also habe ich das Gefühl, ich fahre viel langsamer, also drücke ich aufs Gas. Und weil der Nebel auch den Klang schluckt, habe ich weniger Fahrgeräusche. Mhm. Darum sollte man immer bei Nebel das Fenster ein Stückchen öffnen, damit ich das Fahrgeräusch von draußen höre. Okay? Und regelmäßig auf den Tacho schauen, weil ich weiß, meine Sinne tricksen mich aus. Das wäre etwas Wesentliches. Wenn das in den Nachrichten gezeigt würde, wäre das hilfreich. Und wenn wir jetzt sagen, ist es gehirngerecht zum Beispiel, diese vielen Schnitte wären nicht gehirngerecht. Aber wenn wir jetzt ein Cover zeigen würden und Sie in einem kleinen Fensterchen von mir aus zeigen, wie ich da gerade gesessen und geredet habe, dagegen hätte ich nichts, obwohl das auch ein Gänsefüßchen-Gag ist, weil er die Situation unterstreicht. Man kann sowohl mich sehen, als auch die Entwicklung des Covers. Während ich das in meinem Büro alleine mache, sieht man nur das Cover. Mhm. Okay? Das ist ein Gag, der ist erlaubt. Aber nur hin und her zu schneiden, weil das jetzt quasi die Sache interessanter machen soll, das wäre nicht gehirngerecht, weil es ständig ablenkt von der wesentlichen Sache, nämlich dem Inhalt der Message, der Botschaft. Mhm. Okay? Als ich von Amerika kam, Ende 72, da hatten wir im Fernsehen noch Sendungen, wo 90 Minuten lang 2 Minuten auf 2 Stühlen saßen und mit dann 2 Menschen auf 2 Stühlen saßen und 90 Minuten über ein Thema geredet haben. Das ist heute fast undenkbar. Okay, und wenn Sie diese Talkshows annehmen, an Will und davor die Christiane, wie sie alle heißen, dann haben Sie da 4 Kameras und ständig wird hin und her geschnitten und rumgefahren, weil die Leute ja einen so unwesentlichen Scheiß meistens reden, dass man aus der Sendung rausgehen würde, wenn man nicht künstlich diese Bewegungen erzeugen würde. Wenn aber die über was Wesentliches reden, dann bleiben wir gebannt, gefesselt, hängen wir am Bildschirm, dann sagen wir, was soll denn der Kamerawechsel schon wieder? Dann würden wir merken, dass es uns stört. Also das als Tipp für alle, die irgendwelche Art von Videodokumentation oder was machen. Je wichtiger und wesentlicher der Inhalt ist, desto weniger drumherum sollten Sie machen, um davon abzulenken. Und wenn Sie natürlich flache Inhalte irgendeines Firmenbosses der Mannschaft verkaufen sollen in monatlichen firmeninternen Fernsehshow, dann machen Sie das mit Schnitten, damit die Leute nicht merken, wie langweilig es ist. Mhm. Aber dann bewusst. Mhm. Es ist nicht gehirngerecht, sondern es ist chefgerecht.
Okay? Okay. Kundengerecht. Weil der Chef ist ihr Kunde. Okay? Da gibt es einen Unterschied. Also. Da gibt es einen Unterschied. Ja, nehmen Sie doch mal Schulbücher. Schulbücher werden ja nicht für die armen Kinderchen geschrieben. Mhm. Schulbücher werden für die Lehrer geschrieben, die entscheiden, ob sie sie kaufen. Sind also immer lehrergerecht, sind nie schülergerecht. Mhm. Ist das interessant? Sehr interessant. Wenn Schüler entscheiden würden, welche Schulbücher sie kaufen, würden sie ganz andere Entscheidungen treffen. Dann würden wir auch gehirngerechtere Schulbücher bekommen. Mhm. Ende der Durchsage. Okay.